Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play-Projekt. Und zwar ist jetzt endlich Gears of War 4 auch bei mir angekommen. Ich habe die ganz normale Version und hatte daher kein Early Access. Aber egal, ich habe mich drauf gefreut. Ich bin großer Gears of War-Fan. Ich habe alle Teile gespielt davon. Auf der 360 natürlich Teil 1, 2 und 3. Judgment hat mir nicht mehr so gut gefallen, aber die Teil 1 bis 3 waren grandiose Spiele, auch im Koop mit dem Horde-Modus und im Multiplayer habe ich das immer sehr, sehr gerne gespielt. Deswegen war mir auch für mich klar, ich werde den vierten Teil auch spielen. Willkommen bei Gears 4. Danke fürs Spielen. Ich habe noch nicht gespielt, aber gleich werde ich loslegen. So, es geht gleich rein in die Kampagne. Nur mal schauen, wie die Einstellungen hier aussehen. Eigentlich hatte ich vorhin schon ein bisschen hier was rumgestellt. Für YouTube-Aufnahmen ist es mal ein bisschen besser, wenn man die Helligkeit ein bisschen hochdreht. So, Untertitel mache ich mal an für euch, damit ihr alles mitbekommt. Und die Charakterdialoge natürlich noch ein bisschen lauter stellen. So, Controller ist schon mal gut. So, ich freue mich. Gears of War 4. Endlich mal wieder ein Gears of War. Und er spielt 25 Jahre nach den Ereignissen von Gears of War 3. Ich bin sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Einzelspieler und neu. Schwierigkeitsgrad. Fangen wir mal ganz normal an. Hier, ganz normal. Mein letztes Gears of War ist Jahre her. Da muss ich mich erstmal wieder einspielen hier. Ich bin sehr gespannt. 25 Jahre nach den Ereignissen von Gears of War 3 geht's jetzt weiter hier mit einer neuen Geschichte. Prolog. Gedenken. Willkommen zurück. Am heutigen Tag hat Ministerpräsidentin Jin in Uafira an das Ende des Locust-Krieges vor genau 25 Jahren erinnert. Heute werden wir geehrt durch die Anwesenheit zweier Generationen von Männern und Frauen, die jeder Gefahr getrotzt haben. Die Schlachten bestritten haben, die uns heute ausmachen. Darunter auch der wohl wichtigste Einsatz der Pendulumkriege. Ash for Fear. Colonel Hoffman! Ich spare mir die motivierende Ansprache, Private. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Dann los, gehen wir's an. Und gleich geht sofort hier die Action los. Ein kleiner Rückblick. Die Pendulumkriege. Pendulumkriege zwei Jahre vor dem Tag der Ankunft. Wir schalten ihre Türme aus, behindern ihre Kommunikation und überfallen das Labor. Die Führung will den Hammer. Dann soll sie ihn auch bekommen. Alles klar, dann los! Hammer der Morgenröte müssen wir hier sichern. Die Pendulumkriege, die haben wir jetzt als Spiel noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Wir haben nur einen Versuch, um netter Rückblick, wo ich sehe aus wie einer der Carmine-Brüder. Ausgeschaltet haben, ist ihre Basis abgeschnitten. Ja, Sir. Okay. Aktuelles Ziel anzeigen. Da, der Turm. Und wer ist unser Anführer hier? Dominic Santiago, einer der Helden von Gears of War 1, 2 und 3. Hier aber noch in Jung. Die Pendulumkriege, das war so eine Art Bürgerkrieg. Und zwar, wir sind hier auf dem... Da unten, knallt sie ab! Ja, ich sehe sie! Geht in Deckung! Also wir befinden uns hier auf einem anderen Planeten. Das ist Serra. Ist nicht die Erde oder so. Guter Schuss! Und das Problem war, was die Menschen hier hatten... Ihnen sind die Ressourcen ausgegangen. Und sie haben nach neuen Energiequellen gesucht, bis sie dann die Emulsionsflüssigkeit gefunden haben. Und weil die nicht auf den ganzen Planeten verbreitet war, sondern so in Regionen aufgeteilt, wo es mal mehr und mal weniger gab, ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen und das waren die Pendulumkriege. Wo wir jetzt hier in einer Rückblende eine kleine Schlacht haben. Gut gemacht, Soldat! Macht weiter, der Turm ist da vorn! Ich bin hinter dir, Dom. Und die Pendulumkriege, die haben ganze 79 Jahre gedauert. Na los, der Major wartet schon! Handys! Waffe zieht etwas nach oben, muss ich sagen. Sie haben sich verschanzt, versucht sie zu flankieren! Flankieren, also hier lang, alles klar. Ich flankiere. Oh! Explosivkisten! Bam, Junge! Mach weiter!
Der Turm ist davon! Ich habe so einen alten Lancer mit noch einem Bajonett vorne dran, diese alten Waffen aus dem Pendulum kriegen. Yeah, kann ich auch hier Ansturm machen. Lina, Green One, nähern uns dem Streichholz. Verstanden, Green One. Unser Flugnummer sind das bescheuerte Codenamen. Sind wirklich bescheuerte Codenamen. Okay, platziert die Ladung am Turm. Okay, ich muss mal wieder die Ladung platzieren, denke ich mal. Ja. Ladung platziert. Lina, Streichholz entzündet. Verstanden. Wir zünden unser Streichholz an in 3, 2, 1. Sehr schön. Ziel ausgeschaltet. Diese Basis ist jetzt aufgeblickt und dumm. Und vergessen Sie die Sache mit den dämlichen Codenamen, Santiago. Wir sehen uns im Labor. Ja, Sir. Das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor. Vorwärts! Mit dieser Emulsionsflüssigkeit, das hat aber nicht nur als Energiequelle und... Auf. Ihr ja. Zwei geht nach links! Ich gehe nach links, alles klar. Also man hat da nicht nur eine Energiequelle draus gehabt mit Treibstoff und so weiter, sondern die haben später auch angefangen, daraus Waffen zu entwickeln. Zum Beispiel den Hammer der Morgenröte. Und hier in dieser Mission geht es darum, den Hammer zu sichern. Spart euch die Muni, flankiert sie von der Seite! Okay, also von Deckung zu Deckung hier. Ja, mal schön den Kopf unten lassen. Genau wie am Strand der Normandie. Los hoch da! Ah, der nächste! Lasst euch nicht einkesseln, vorrücken! Aua, der schießt zurück. Habe ich eine Granate eigentlich? Nein, leider noch nicht. Dann schnapp ich mir von hinten. Ich habe doch eine Granate. Ja. Granate! Ausräuchern den Schuppen! Bam. Gut, jetzt durch diese Tür da und entschuldigt die Unordnung. Ganz schön ausgebeult durch die Explosion, die Tür. Okay, sind noch ein paar Überreste von dem Schützen. Aber er hat auf mich geschossen. Da ist noch sein Arm. Hammer der Morgenröte kann man so vergleichen. Das war so eine Satellitenanlage im Orbit, die dann so einen Orbitallaser geschossen haben. Und das war halt hergestellt auch mit dieser Emulsionsflüssigkeit, was sie als Treibstoff und so alles benutzt haben. Ihr zwei, ihr habt die Sicherheitscodes. Überbrückt das Tor. Okay. Kooperationstor. Und damit geht dieser Überfall offiziell los. Bewegung! Okay. Okay, ihr wisst, wie es läuft. Die Wachen eliminieren, ins Labor gelangen, die Pläne holen, dann nichts wie raus. Was macht dieser Hammer der Morgenröte? Er gewinnt den Krieg. Wenn wir unsere Arbeit machen, werden alle Systeme gelöscht und die Indie-Forscher erhalten ein wirklich einmaliges Angebot. Okay, sind drin, dann los! Ja, es geht weiter. Da ist das Labor, holt sie euch! Da ist man wieder dran gewöhnt, dass die Waffe doch schon stark wieder nach oben zieht. Eröffnet das Feuer! Headshot! Ich hab mich verladen. Nahkampf! Nahkampf! Eigentlich wollte ich einen aufspießen. Halt sie zurück! Ja! Daneben. Hey, lass das! Kann ich hier nicht vorher anvisieren? Jetzt aber! Wer war das? Wer hat den mir weggeschossen? Stoßen wir zum Major! Na los! Hier ist wieder so eine Tür. Okay, wir gehen einfach nur nach oben. Und wieder ein weiteres Geschütz. Schön, dass Sie noch leben, Private. Ebenso, Major. Eliminieren Sie diese Handys, damit wir die verfluchte Show hinter uns bringen können. Ja, Sir. Colonel Hoffmann war hier noch Major Hoffmann. Ah, so lange ist das schon her. Wir kommen vom Labor!
Granate! Werfe Granate! Bin gleich da! Was? Leute, geht nicht alle down nach vorne! Lass mich nicht allein! Werfe Granate! Der Mace-Hitter! Sehr schön! Shotgun-Action raus hier! Weg mit dir! Nein! Jawohl. Labor gesichert, Major. Das Sie, Private. Holen wir uns die Pläne. Okay, bin dabei. Noch einmal mit Hoffman in die Mission ziehen. Okay, ich mach schon die Tür auf, ist klar. Das können nur die mit den Rang niedrigsten Rang hier, die können nur die Tür öffnen. Aus dem Weg, Private. Diese Indie-Wissenschaftler sind uns wohl nicht gerade freundlich gestimmt. Bruce. Sei so nett und öffne diese Tür. Yes, hergehört. Sind wir in 10 Minuten nicht raus, brecht die Mission ab und verschwinde. Okay, Santiago, treffen wir unsere neuen Freunde. Bin direkt hinter Ihnen, Major. Dom und Hoffman gehen alleine rein. Ich bin hier nur ein stinknormaler Fußsoldat. Für die Rückblenden. Geschütze! Ist das? Elender in die Abschau. Jo! Action pur gleich von Anfang an hier. Meine Waffe ist heiß gelaufen. Abkühlen lassen. Da fliegen Teile! Oh, wir haben auch ein Visier. Ist ja praktisch. In die linke Seite! Haltet sie vom Labor fern! Linke Seite? Da vorne. Yes, wir haben die Pläne des Hammers. Wir kommen an die Oberfläche. Wir haben die Pläne. Hört sich doch super an. Waffe ist heiß gelaufen. Ich schmeiße Granaten. Lass sie nicht durch. Es muss abkühlen. Die schmeißen Granaten hin. Hilf mir hoch. Ja. Hilf mir hoch, Alter! Wieder eine Granate! Von den Granaten muss ich weg! Paket ist gesichert. Cleaner, für Marlin-Abzug zum Strand vorrücken. Was war das? Mörser! Oh, oh. Da kommt ein paar Mörser. Ein paar ist gut. Sollten Sie sich beeilen, Major. Auf zum Strand! Los, los, los! Zum Strand! Wir stürmen den Strand. Aua. Lauft weiter! Ganz schön heftige Einschläge hier. Die Boote sind gleich nach vorn. Gott, ich... Ich hab Sand im Gesicht. Als mutige Chortruppen die Pläne der UUR für den Hammer der Morgenröte erbeuteten, sicherten wir das Überleben im größten Konflikt, der unsere Welt je erschüttert hat. Aber schon 2 Jahre später kam neuer Schrecken. Ein neuer Gegner. Ein neuer Krieg. Zentrale, Achtung! Leitet den Konvoi des Colonels um! Tut mir leid, Corporal, wir sind fast da! Negativ, negativ, Zentrale! Das Haus der Souveräne ist Sperrgebiet! Corporal Kim, die ganze Stadt ist Sperrgebiet! Verstanden, Zentrale! Auf geht's, Gears! Wir müssen los, um Colonel Hoffmans Konvoi zu beschützen! Tag der Ankunft! Corporal, stehen unter Beschuss! Ein weiterer Zeitsprung hier in den Rückblenden! Oh, ich bin ein weiblicher Charakter. Scheiße. Tag der Ankunft, die neue Bedrohung. Das ist der Konvoi.
Und zwar sind die Locust dann aufgetaucht. Was zum Teufel ist hier überhaupt los? Da sind wir sie auch schon, die Locust-Einheiten. Affe! Komm schon, wir schaffen das! Oh. Ja, 79 Jahre Pendulumkriege und danach kommen gleich die Locust aus dem Boden. Bei den Locust war das Problem, man wusste zuerst nicht, was es für Geschöpfe sind. Die kamen halt in der Welt aus dem Boden heraus und die Leute dachten zuerst, es seien Aliens. Dabei sind die Locust eigentlich die Ureinwohner dieses Planeten hier, die sich unterirdisch aber immer nur befunden haben. Die leben halt unterirdisch und sie waren halt total unauffällig, bis sie hier an diesem Tag an die Oberfläche gekommen sind. Meine Waffe bringt nichts! Waffen können gegen dieses Ding nicht ausrichten! Wir brauchen etwas Größeres! Corporal! Bin dran! Soldat, Hammer der Morgenröte! Sichern Sie den Hammer! Ich sicher den Hammer! Ich hab ihn! Wir haben den Hammer! Satelliten bereit! Nehmen Sie dieses verfluchte Mistvieh! Ja, ich brauche erstmal eine ordentliche Deckung hier! Der Hammer der Morgenröte im Einsatz! Verflucht, Soldat, genauso! Ich markiere ihn mit dem Laser! Und dann kommt der Schuss aus dem Orbit. Da kommen aber noch ganz schön viel mehr. Es zieht sich zurück. Gute Arbeit, Soldat. Schöne Optik auf jeden Fall. Okay. Noch einer! Ich grill's nochmal. Hammer raus. Hab noch Munition. Boah, wie gut das aussieht hier im Gears of War 4. Gears of War hatte immer schon eine geile Grafik auf der Xbox, aber das hier ist jetzt mal... Jo! Schön! Kabumm! Was zur Hölle sind das für Dinger? Wie heißen Sie, Corporal? Kim, Sir. Lieutenant Stroud und ich brauchen eine Eskorte. Gratulation, Sie sind der Glückliche. Colonel, wir müssen da rein. Jetzt. Ich habe den Code für die Tür, Colonel. Wie schön für Sie, Söhnchen. Ah, die ganzen alten Gesichter hier wieder zu sehen. Kim und Anya ist auch schon dabei. Sie die Treppe mit dem Hammer. Ich bin sofort zurück. Anya immer die gleiche Synchronstimme gehabt wie Cortana in Halo. Oh Mann, das ist übel! Frag mich, ob das jetzt immer noch so ist. Ihr habt den Kopf gehört! Lasst sie bloß nicht rein! Sie kommen direkt auf uns zu! Setzt den Hammer ein! Hammer! Verstanden! Oh Scheiße! Vorsicht! Greif dich zurück! Greif dich zurück! Jo, der Hammer sieht echt nice aus. Verflucht nochmal! Oh. So wird das nicht! Kämpft weiter! Das wird ein Schwerverfall! Huma sind das! Boomer haben Granatwerfer am Start. Und das sind viele Boomer. In der Nähe der Tür. Helf mir hoch! Ah, hilf mir hoch! Danke! Wow, der läuft einfach weiter. Boomerwaffe! Yeah, Boomshot, Junge! Boom! Get out the way, bitch! Get out the way! Komm schon! Oh Scheiße! Was ist das? Sie können das! Bring das Ding! Uh-oh. Renne! Scheiße, was immer! Noch einer! Oh, noch einer. Da kommt der Laser. Wird dir heiß auf dem Kopf? Oh, hat nicht gereicht.
die 12. Genau. Feind von Tod! Unendliche Feindwellen hier. Gears, tut mir leid, aber der Hammer der Morgenröte ist offline. Na toll. Bei Anbruch der Nacht waren bereits Hunderttausende tot. Der Tag der Ankunft trug seinen Namen zurecht. Wie viele von euch war ich damals noch ein Kind. Es war eine dunkle, furchtbare Zeit. Und unser Sieg war keinesfalls ein sicherer. Siebzehn Jahre nach dem Tag der Ankunft. Das Problem war ja, die Leute dachten, dass es eine Locust-Invasion war. Seid ihr hin oder her? Wir brauchen alle Mann auf der Mauer! Dabei jetzt. Waren die Locust eigentlich mehr auf Bringen der Flucht. Bringen Sie den Soldaten wieder auf die Beine! Nämlich wegen der Emulsionsflüssigkeit wurden die nämlich übernommen von dieser Emulsionsflüssigkeit. Okay, dann gab hier, es die Leuchte, die Leuchte Locust. Los, hoch mit dir! Und deswegen sind die an die Oberfläche gekommen, um aus ihrem Territorium zu flüchten, weil da die Leuchten-Locust waren. Die haben einfach nur einen Rückzug. Nutz die Kettensäge und dann verteidige die Mauer! Habe ich eine Kettensäge? Ich habe eine Kettensäge! Endlich mal wieder Kettensägen-Action! Kettensägen-Massaker am Start. Na los, schneid dich da durch! Ich schneide. Interessante Scheiße. Locust, auf den Mauern! Hey, lass mal meinen Kollegen zufrieden! Hab sie! Hab sie! Jetzt räumt den Innenhof frei! Lass keine mehr hoch! Guter alter Lancer-Action hier! Schieß dich daneben! Lass sie hochkommen, ich will sie zersägen! Ach, Scheiße, die sind überall! Allerdings! Boah, welcher Anblick hier, ey! Komm schon! Boomshot! Lass sie nicht hoch! Da kommen immer mehr! Komm schon! Oh, Scheiße! Katapulte! Oh, sie kommt von da! Linke Flanke offen! Geh da rüber und räum sie frei! Enterhaken! Kommt schon, Gears! Haut sie um! Mit Schrotflinten kommt. Oh! Danke. Oh, der. Hat mich fast mit der Schrotflinte hier noch gemacht. Netter Versuch! Manni, ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen! Auf die andere Seite und helf Victor! Der nächste! Und wann helfen denn zwei Shotgun-Schüsse aus hier? Ah, oh, der tritt mich! Unsere Mauer, ihr Schleimwolken! Wir kommen hier klar! Okay, kurz mal Munition mitnehmen hier. Granate raus. Beide weg. Muss doch nicht leicht den Kopf verlieren, mein Freund. Jemand soll sich hinter das Geschütz klemmen und den mal einheizen. Bin da. Hunderte? Das sind Tausende! Wenn wir die großen Boomer wegmachen. Eieiei, Belagerungsbestie! Ich schließ! Feuer konzentriert! Na los, du hässliche Stück Scheiße! Zeig mir, was du kannst! Immer aufpassen, wenn die Waffe... Oh. Gib mir Feuerdeckung! Da kommt noch einer von links. Einer ist weg. Jetzt wäre ein Hammer mal nicht schlecht. Feuert weiter! Wir werden überrannt. Da auf dem Berg sind auch noch welche. Boah, ist das krass.
Kreuz beendete eine Gruppe Soldaten unter der Führung von Marcus Fenix letztendlich unseren Locust-Albtraum. Das war der Impuls. Gears of War 3, das Ende. Den Impuls, den wir ausgelöst haben. Der alle Emulsion und Locust auf dem Planeten ausgelöscht hat. Geschafft. Wie sehr wünschte ich, Sergeant Fenix könnte heute bei uns sein. Haltet inne und gedenkt der Männer und Frauen, deren Opfer unser Überleben gesichert hat. Dank ihnen kämpften wir uns durch diese dunklen Stunden. Wir erleben eine neue Blütezeit. Die Welt, die neue Chor erschuf, kennt keinen Krieg, kennt kein Leid. Eine Welt der Sicherheit, der Familie. Eine Welt ohne Krieg. Gears of Old. Toll. Von hinten sieht er fast aus wie Marcus Fenix' Vater, aber der kann ja gar nicht mehr leben. Der ist ja im dritten gestorben. Wer ist dieser Latz-Typ hier? Der sich das alles anschaut. Hey, kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich. Im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, JD. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Ich glaube, ich weiß sogar, wer ihre Mutter ist. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Non-Cons begehen halt Überfälle, bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Oh, kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, scheiße, eine Sturmfront. Wir können uns in der Siedlung verschanzen. Alle zum Wagen. Los! Der alte Herr war doch auch im dritten Teil dabei. Ich habe seinen Namen vergessen. Das ist schon so lange her. Und das sind die neuen, mit denen wir jetzt hier 25 Jahre im neuen Gears of War spielen werden. Die neuen Charaktere. Und JD ist übrigens der Sohn von Marcus Fenix. JD stand, glaube ich, für John Dominic Fenix. Dominic genannt nach seinem besten Freund, also Marcus Fenix bester Freund, Dominic Santiago. The Collision. Der Ball schließt sich! Komm schon! Oscar, schneller! Wir müssen es da durchschaffen! Gears of War 4. Was ist denn das für ein wilder Sturm hier jetzt? Wir müssen in die Siedlung rein! Ich lass den Hübschen nicht zurück! Los! Okay, wir sind also jetzt hier. Was ist das eigentlich für ein Pferd, ey? Guck dir das mal an. Das ist ein Bison-Pferd oder so. So, wir haben den Prolog abgeschlossen, Leute. Das war das erste Video von Gears of War von meinem neuen Let's Play, was es jetzt hier auf meinem Kanal geben wird. Täglich. JD Fenix, neue Charaktere, 25 Jahre nach Gears of War 3. Ich freue mich, ich habe richtig Bock. Es ging ja schon mal richtig gut los mit den ganzen Rückblenden. Und bin sehr gespannt, was uns hier noch erwarten wird mit dem neuen Trupp hier. Also Leute, ich hoffe, euch gefällt's. Ihr habt Bock auf das Let's Play. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit Kapitel 1 hier. Danke fürs Einschalten hier in dem Prolog. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.